Oh, genau. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hero Zero. Inzwischen ist es 1:41 Uhr nachts. Ich habe nichts Besseres zu tun, als jetzt ein Hero Zero Video zu machen. Ja, ist irgendwie ein bisschen traurig, aber naja, sonst nichts zu tun. Nee, ich weiß jetzt schon, dass ich morgen wieder keine Lust haben werden. Nö, ich guter Deutsch, mach ich Futter durch Facebook. Nee, ich werde wieder keinen Bock drauf haben, weil ich jetzt nachmittags, ich weiß nicht, wieso es auf einmal wieder so krass ist, aber ich zocke jetzt wieder sau viel LOL. Auch mit ein paar Leuten, die ich durch YouTube kennengelernt habe. Also zum Beispiel mit Martin LOL oder so, war auch mein Aberzocken dabei zum Beispiel oder so, und auch mit dessen Freunden dann. Also ich lerne so viele Leute einfach nur kennen durch das YouTube-Zeug. Das ist ziemlich krass, ja, deswegen bin ich auch ziemlich ausgebucht. Wenn ihr seht in Hero Zero, dass ich on bin, heißt nicht, dass ich on bin. Also meistens zocke ich dann zum Beispiel LOL. Hero Zero läuft nur irgendwie im Hintergrund, oder ich zocke mit der App während den Zocken. Also immer wenn ich tot bin oder backgehe oder so, hau ich halt eine Quest rein, eine Mission, Entschuldigung. Mission natürlich. Und genau, also wenn ich on bin, heißt es nicht, dass ich wirklich on bin. Ne? Also deswegen auch, weil ich jetzt auf einige Nachrichten erst geantwortet habe, die teilweise schon vor 6 Stunden geschrieben wurden. Geht halt einfach nicht anders, aber finde ich jetzt nicht schlimm, dass man auf eine Nachricht nicht direkt antwortet. Das, ja, genau. Ja, nur in den letzten Tagen wieder einige Komplimente bekommen für meine Videos. Ja. Auf einmal ziemlich viele. Und dazu muss man natürlich noch sagen, inzwischen 500 Stück, über 500, ja. Also wenn das hier umkommt, wahrscheinlich müsste es 503. sein. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube schon, es ist 503. oder 2. Na egal. Jedenfalls ziemlich viele Videos, ja, und nur 1200 Abonnenten. Was ist los mit euch? Abonniert mich doch mal. Nee, Spaß. Finde ich richtig geil. Ja? Also ich hatte mein einziges Ziel, als ich angefangen habe, war eigentlich nur niemals mehr Videos als Abonnenten haben. Und noch halte ich mich dran. Ich kann jetzt noch mal 500 Videos machen, habe ich immer noch weniger. Also ist noch ein bisschen Spielraum nach oben. Ja? Aber musst du rechnen, am Tag ein Abonnent und teilweise ja 3 Videos. Also die Videos haben schon stark aufgeholt, ja, muss man wirklich sagen. Aber bin ich natürlich nicht böse. Also ich finde es krass, dass ich überhaupt so viele bekommen habe. Ich meine, bin auch einfach nur irgend so ein Vollidiot, der irgendwelche Spiele spielt. Ne? Deswegen ja, ist schon ziemlich geil, ja, muss man sagen. Genau, warum heute mit Facecam? Ich habe gerade das Wochenchecker plus Call of Duty hier mit Facecam aufgenommen, weil ich mir gedacht habe, da ist was Scheiß drauf, da musst du nochmal Hero Zero mit. Ist jetzt auch schon wieder eine Weile her. Ich glaube, das ist ein Helikopter. Oh, Scheiße, ich muss mein Kokain verstecken. Nee, Spaß. Keine Ahnung. Na gut, in der Nähe, 500 Meter oder so, ist ein Krankenhaus. Könnte vielleicht deswegen sein. Hat mich jetzt nur irritiert, das Geräusch. Ich dachte schon, irgendwie ein LKW steht vorm Haus oder so. Ein paar Einbrecher so. 1:44 Uhr nachts, nichts Besonderes, ein paar Einbrecher, ja. Passiert mir alle 2 Tage. Oh, der Vorstandsvorschwitzende. Den musste ich jetzt einfach bringen. So, halt die Schnauze. Ich render natürlich wieder im Hintergrund. Wie gesagt, gerade Call of Duty und Wochencheck aber aufgenommen. Das heißt, ich muss multitasken, heißt es, genau. Wir werden ihn wahrscheinlich nicht schaffen. Der ist eine ziemlich krasse Nummer mit 444340040. Also, hat schon was drauf, ne? Macht hier jeden One-Shot weg. Das ist. Oh, doch nicht. Mori hat sogar einen Schlag überlebt, aber bringt ihm nicht viel. Ja. Wird wohl nichts. Der, ich weiß gar nicht, 36.000 hat er gehabt, ne? Nee. Never ever passiert das, ne. Den packt man nicht, leider. Auch wegen der Frage, warum ich denn dann nicht mehr wie Hero Zero mache oder so, wenn es trotzdem relativ viele von Anfang an geil fanden und auch immer noch geil finden, ist halt einfach, ich habe schon ein paar Mal gesagt, es gibt nicht mehr viel zu zeigen, ja? Also. Oh, bis auf die Endlosschleifen. 1045, ey. Ich bin sprachlos. Oh, Blackstar hat leider das Team verlassen. Ist natürlich sehr schade. Hat uns noch 6 Donuts. Oh. Ja, wird er sich wahrscheinlich gelöscht haben, wenn er noch alle seine. Oh.
Schade, ja. Ist natürlich eher blöd, aber ja. Wer keine Lust mehr aufs Spiel hat, na, was will man machen, ne? Ja, auf jeden Fall, wir denken an dich. Danke, dass du da bei uns warst. Ja, wenn es dir keinen Spaß mehr macht, deine Entscheidung, ja. Bin ich auf keinen Fall nachtragend. So, Wegwerfgesellschaft, 10.000 von 10.000 Mal Wurfwaffe eingesetzt, gibt natürlich eine läppische 20.000 Münzen, ja. Bisschen YouTube-Money hier, mir ein neues T-Shirt kaufen. 6.000 Missionen erledigen, gibt den neuen Fähigkeitspunkt-T. Machen wir erstmal 4 da drauf, ja, machen wir 5 da drauf und 4 da drauf. Doch, doch, hat schon gepasst. Irgendwie hat mich das jetzt leicht irritiert. So. Ah. Ich habe nicht nach neuer Ware gestern geblättert. Dammit. Und erstmal eine neue Hand hat 100 von 100 Angebote reingeholt und gibt ein. Oh, plus 29. Oh, nice. Nice. Oh, der ist richtig geil, der Gürtel. Hammergeil. Nice. Nice, 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 nice. So, sehr viel Grips, sehr, sehr viel Grips, die haben noch ein bisschen Intuition. Ja, aber dann geht der Kraftwert zu krass in den Keller. Ich meine, ich bin nicht so der Kraftfan, aber unter 1500 sollte er jetzt auf meinem Level eigentlich nicht mehr gehen. Also, das ist schon so ein bisschen das Minimum und 1600 ist ganz gut. So, Wochenturnier läuft gar nicht gut. Ja, ich werde die ganze Zeit abgefarmt. Ich werde es nicht in den Top 10 bis morgen schaffen. Werde es nicht reinschaffen und würde mich auch nicht halten können. Werde einfach zu krass abgefarmt. Unter anderem auch von Leuten, die ich selbst mal abgefarmt habe. Die haben einfach ein besseres Team bekommen und können mich jetzt halt auch wegficken. Das ist nicht so geil, aber ich probiere es natürlich. Aber Icarus zum Beispiel auch. Verhältnismäßig halt richtig schwach, ja. Also jetzt nichts gegen dich. Er hat auch unter irgendeinem Video mal geschrieben, ne, dass es. Ich weiß gar nicht mehr, was er geschrieben hat. Auf jeden Fall hat er auch was ziemlich Lustiges geschrieben. Ja, ach nein, Schwachsinn. Nee, das hat er in-game geschrieben. Hat er geschrieben, dass er sich auch ohne Team hochhalten kann, genau. Weil ich ja gedacht hatte, mit den schlechten Stats, oder nicht schlechten, aber mit dem niedrigen Level halt, dass er sich so weit oben halten kann, fand ich halt erstaunlich. Und er hat es halt wirklich ohne Team geschafft, ja. Also wirklich ist halt einfach aktiver als ich. Und zurücklassen? Stand er nicht früher mal ignorieren? Herr Watt? Nein. Das ist einfach so standardmäßig, dass wenn man viele Duelle am Stück macht, also jetzt 5 Stück halt, dass dann einfach die Nachricht kommt, Wurfwaffen verbraucht, willst du jetzt in den Shop gehen, um. Da ist die Fliege wieder. Da ist die Fliege wieder. Die war schon in dem Wochencheckup und im COD-Video. Ich habe mich keinen Zentimeter bewegt. Ich hol jetzt gleich die Fliegenpatsche. Jetzt live im Video töte ich eine Fliege. Ja. Ich weiß, ich bin ein Tierquäler. Ja. Oh, das Viech geht mir so auf die Nüsse, das glaubt ihr gar nicht. Wie ich es die ganze Zeit höre. Da ist es wieder. Das Teil nervt so krass, ja. Ich habe schon ein paar Mal probiert, es wegzuschlagen. Hab's sogar geschafft, aber das ignoriert es einfach, ja. Das geht mir richtig hart auf die Nüsse. So, jetzt habe ich leider hier Dings gestartet. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie 1 Minute 49 Sekunden überbrücken. Mache ich am besten dadurch, dass ich schon mal Condi-Equip anlege, weil ich glaube, wir können Endlosschleife machen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ach, wobei, nee, Moment mal, das haben wir doch erst in der letzten Folge gemacht, oder? Oder in der vorletzten oder so. Egal, schauen wir einfach mal. Und bis dahin, was könnte ich noch so erzählen? Ach ja, genau, ich war vorhin gar nicht fertig zu erzählen, warum ich nicht so viele Zero-Zero-Videos mache. Ist natürlich zum einen, dass ich nicht mehr so viel zeigen kann, was ich jetzt schon zigmal erwähnt habe. Und zum anderen, dass ich einfach weder genug Zeit noch Geld habe. Das habe ich auch schon ein paar Mal beantwortet, ja. Auch schon in Nachrichten. Weil halt einfach neuer Server ohne Donuts, es ist halt einfach richtig langweilig, muss man einfach sagen, weil was ihr sehen wollt, ist ja zum Beispiel die XXXL Donut-Verschwendung, wie bei Part 27 oder so war, wo Instant 100 Aufrufe hatte und 10 Likes. Ist natürlich auch geil, sowas, ja. Aber es ist halt einfach extrem kostspielig und ja. Ich meine, auf einem Char so viel Geld auszugeben,
über eine gewisse Zeit lang, verstehe ich, aber dann wirklich mehrere, also bei Shakes und Fidget, gut, das ist was anderes. Aber hier finde ich, da ich das Spiel an sich zwar richtig geil finde, aber jetzt dieses einzelne Server, also ich habe ja eigentlich Server 8 nur angefangen, weil ich einfach mal Bock auf das Spiel hatte und mir gedacht habe, mal wieder ein neues Projekt und da kam das halt und dann hätte ich nicht gedacht, dass es so gut ankommt, deswegen bin ich auch erstmals davon nicht ausgegangen, dass ich mir überhaupt Donuts kaufen soll, werde. Und ja, war halt dann einfach so, dass ich mir gesagt habe, ja gut, die Leute stehen drauf, das ist immer noch das zweitbeliebteste Instant. Also wirklich, wann haben wir angefangen? 28.3. Jetzt keine 3 Monate später und das ist das bekannteste Projekt auf dem Kanal. Also eins der bekanntesten. Neben Shakes und Fidget, doch, du Fliege, ich bring dich um. Sind natürlich extrem behindert, also. Ja, genau, aber. Es ist. Richtig unprofessionell, ich weiß, aber es ist die Fliege. Ja, ich bin ja nicht schuld. Boah, wie die mir auf die Nüsse geht, ey. Nimm mir auch rüber ins Gesicht, fliegt dieses Kackviech. Und sind verfügbar. Ich wusste es, ja. Wir waren jetzt gerade nicht mehr so ganz sicher. Aber doch, ich wusste es, ey. Die sind fertig. Genau, allein schon deswegen muss ich jetzt nachts machen, damit die dann beim nächsten Mal schon mittags wieder da sind. So, da rushen wir jetzt schön durch. Wobei, ich muss mir richtig schön Zeit lassen. Wir sind erst bei 11 Minuten. Da müssen wir noch ein bisschen Zeit finden. So, der Teigmischer, der alte Bad Boy. Oh. Oh. So sehen alle Teigmischer der Welt aus. So. Und mit dem Cupcake-Tattoo auf dem Arm. Ja, richtig heftig. Ja. So. Mal gerade ein Brain Fail. So. Das ist echt hammer nice, aber das Blöde ist, ich muss jetzt nach jedem Sondereinsatz verkaufen gehen, ist ja voll behindert. Oh, Kraftitem. Ach, wobei, ich tue wieder ein paar Wurfwaffen auf die Bank. Ich habe den Platz. So, 6,33, das war 6,78. Nice. Verkaufen. Genau. Okay, dann machen wir weiter. Was gibt's da? Eine beschissene Waffe, die wir eh nicht brauchen. Ja, also echt nochmal danke an The Hero Nick Nick und ich glaube noch zwei oder drei andere haben es mir empfohlen, einfach die Endlosschleife mit Condi-Equip zu machen. Ja, nochmal danke an euch alle. Vor allem an Nick Nick. Ja. Funktioniert super, ja. Oh, sogar noch ein Set-Teil, allerdings mit Kraft, das ist nicht so geil. Ich schaue mir gerade da hinten die Animation an. Das ist echt richtig gut gemacht. Darauf habe ich noch nie geachtet. Schaut mal da hinten die Cupcakes. Dann kommen da die Streusel. Dann noch Gummibärchen oder sowas. Und dann nochmal irgendwas. Es ist richtig geil gemacht. Kommen so leuchtend grün raus. Radioaktiv hier. Glutamax 3000. Und da die radioaktive Tonne verschüttet. Musste echt mal aufs Detail achten. Das hat mir letztens auch jemand gesagt. Ich weiß leider nicht mehr, wer es war. Oh, schade, geht nicht. Ich weiß halt nicht mehr, wer es war, ja. Hat mal gesagt, ich soll mehr wieder aufs Detail achten. Weil er ja eigentlich noch nie gemacht beim Spiel. Also echt, ey. Das ist voll krass. Da achtet man gar nicht drauf irgendwie. Also ich habe da noch nicht drauf geachtet. Die meisten wahrscheinlich schon. Aber. Ist wirklich richtig gut gemacht. Ja, auch hier oben, der Boss da drin, ne? Bam, bam, ja, sag ich nur. Ich wollte eigentlich was anderes sagen. Aber das wäre nicht jugendfrei gewesen. Moment mal. Moment mal. Ich muss da nochmal hinschauen. Ich habe da gerade was Komisches gesehen. Aber wahrscheinlich hat mir nur mein Kopf. Oh nein, es ist. Okay, wenn ihr. Richtig perverse, zweideutige Gedanken habt, dann. Oh mein Gott. Mein Kopfkino gerade ist. Stellt euch vor, das hier ist noch eine Person, die so leicht nach hinten gelehnt ist, so, also im Stehen so.
Becken nach vorne. Und dann könnt ihr euch sicherlich denken, was das deine Mitte ist und dann was da noch ist. Aber nur wenn ihr richtig zweideutige Gedanken habt. Gehört eigentlich nicht hierher, deswegen ist es so umschrieben. Ich denke mal, ach, schon wieder, ey. Zum Großteil werden es wahrscheinlich alle verstehen. Ach so, ich weiß jetzt gar nicht, ob das gut ist. Okay, der ist scheiße. Und. Wieso habe ich eine Waffe drin? Lol. What the fuck? What? What? Wo kommt die her? Lol. Ach so, wenn das Inventar voll ist, geht's weiter mal an. Ach, da gab's ja mal was. Da gab's ja mal was, genau. Oh, das hätten wir jetzt richtig die Tourfarmer sehen können, ey. Scheiße. Genau, also dieses zweideutige Büro, ja. Nicht ganz jugendfrei, meine lieben Playata-Leute, ja. Also was ihr da so ein Fenster macht, ihr denkt, ihr achtet da nicht drauf, ne? Aber ich achte da drauf, ja. Kann ich mal den Support anschreiben, ey, wegen anstößigen Inhalten. So, Sonnensatz geschafft. GG easy. Kein Ding. So. Jetzt müssen wir mal kurz schauen, was das hier denn anders für ein Rotz ist. Ob ich das denn auch gebrauchen könnte. Nee. Ja. Nee. Nee. Mal schleudern. Entschuldigung. Dann irgendwie ein bisschen verstopft in der Nasengegend. Ja, mein Fenster ist offen, hier drin ist so warm. Boah, hat heute unglaubliche 30 Grad, ey. Abnormal das Wetter, wirklich, ey. Finde ich echt, also ich finde es schon fast, also ich finde es schon wieder unangenehm. Ich mag es eigentlich, wenn es so halb sonnig ist und so 18 bis 20 Grad. Das ist so mein Optimalwetter, weil da kann man gechillte T-Shirt rausgehen, kann in die Sonne gehen, wenn es zu warm ist, wenn es in der Sonne zu warm ist, wo es dann wahrscheinlich 20, 25 Grad hat. Dann kann man einen geschmeidigen Abgang in den Schatten machen, weil es ja wie gesagt nur so ein bisschen Sonne, jetzt ist jetzt nicht ultra Sonne in Zenitstand, sondern halt nur so ein Halb halt, auch ab und zu mal Wolken und so. Das ist so mein optimal Wetter. Ein paar zweideutige Gesten muss ich auch noch machen, ja. Irgendjemand muss ja Darky ersetzen. Genau, wer ersetzt eigentlich Darky? Hat er aufgehört mit Hero Zero und ich weiß aus persönlicher Quelle, dass er. Dass er den ganzen, beziehungsweise den halben Juni, er ist jetzt noch da, oder glaube ich zumindest, ich weiß gar nicht, weg sein wird, ja, ich weiß nicht warum, ich glaube Ausland war es, also ich weiß nicht warum im Ausland, es war glaube ich Ausland, wird nicht da sein, sprich, selbst wenn er wollen würde, könnte er gar keine Hero Zero Videos machen und er würde auch glaube ich keine mehr machen, also ich glaube er ist durch mit dem Spiel, wird vielleicht irgendwann mal wieder zurückkehren oder, ich glaube es eigentlich ehrlich gesagt nicht, also, er fand das Spiel ja nie so wirklich geil, hat es immer nur lustig gefunden, da tausende von Donuts zu verballern und sich da dafür noch richtig fett belohnt zu werden. Ja. Aber so an sich ist, glaube ich, ach, leck mich doch, ey. So an sich ist, glaube ich, schon so, dass er mit dem Spiel durch ist, das wahrscheinlich nicht mehr, nie wieder spielen wird, also nie wieder vielleicht auch nicht, aber ich denke mal, also vor allem, oh, das Konditeil, vor allem halt die nächste Zeit, wie gesagt, wird nicht da sein, oder ist schon nicht da, ich weiß es nicht gerade. Genau, wird halt nicht da sein, deswegen. Ich denke mal, jetzt durch mit dem Spiel und deswegen, irgendjemand muss ihn ersetzen. Deswegen mache ich jetzt auch mal ein paar zweideutige Witze hier. Auch wenn sie ultra-grob schlecht sind und einfach überhaupt nicht lustig, ja. Ist mir recht Wayne-Train. Ja, muss ich jetzt einfach mal sagen hier. So, da sind wir auch schon beim Endboss hier. Frankenstein-Krüppel noch umhauen.
Und dann klatschen wir den Cowboy noch um. Betreiber der Geisterbahn. Alter, jetzt komm schon, ey. Ist ja unglaublich hier. Alter, ey, ey. Mann, ey. Eine Konditionswaffe, die kann man natürlich immer gebrauchen. So, weg damit. So, GG Easy auch für diesen Sondereinsatz. Ja, echt keine Herausforderung mehr. Klatscht mal einfach so aus dem locker aus dem Handgelenk um. Handgelenk. Handgeleck. Handgeleck. Ich knick mir auch immer das Handgeleck um. So. Ja. Ja, das kann man nehmen. Das ist die Intelligenzzunge. Das ist die Nachdenkzunge. Oder die Anstrengungszunge. Nicht so geil. Ich weiß nicht. Ich will nicht so viel Grips haben, aber ich will den Stärkewert und den Intuitionswert. Nee, 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 das lassen wir mal. Nee, das lassen wir echt mal. Ja, das auch weg. Genau. Dann sollten. Ach, Moment mal, hier geht's weiter, ne? Genau, hier geht's weiter. Jo. Das war's. Schauen wir uns nochmal an. Wie es mit dem Stromzaum. Zaun. Vorangeht. Ich glaube nicht so gut. Nee. Schaffen wir auch noch nicht. Der ist auch noch eine Nummer zu krass. Glaube ich. Haben wir noch einen Angriff? Und dann war es auch schon wieder. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut's rein. Ciao, ciao.